So. 92%? Ja, bitte. 100%. Dankeschön. Suche dir einen Namen aus, unter dem andere Spieler dich kennen sollen. Dann überlegen wir uns mal einen Namen. Da ich ja der Mazze bin, ups, nenne ich mich doch einfach mal Mazze. Sehr gut. Ich bin jetzt der Mazze. Dann öffnen wir die Holztruhe. Wir haben noch einen letzten Test vor uns. Den starten wir doch jetzt gleich mal. Und danach können wir endlich in die richtigen Kämpfe mit einsteigen. Ausbilder Boris ist unser finaler Test hier. Der wird wohl der stärkste sein. Und ihr seht jetzt schon, die Elixierleiste ist jetzt schon ungefähr so auf dem Level. Oder ist vielleicht sogar schon auf dem Level, auf dem es dann auch später gegen die richtigen Gegner ist. Ein Riese vorneweg. Aber ich push schon wieder auf der rechten Seite. Ihr merkt es, ich habe irgendwie so einen Drall auf der rechten Seite. Ich tippe mal. Das liegt daran, dass ich Rechtshänder bin und wenn ich nach links rübergreifen müsste, ist praktisch der Weg etwas weiter. Das ist relativ interessant, weil später, wenn ich gegen andere Spieler kämpfe, wird das Ganze, muss man sich immer so überlegen, geht man jetzt über die rechte Seite oder geht man über die linke Seite, weil der Gegner vermutlich, wenn er Rechtshänder ist, auch über die, also über seine rechte Seite, also in dem Fall über unsere linke Seite kommen würde. Ja, da muss man immer so ein bisschen überlegen, was man denn jetzt macht. So, wieder ein Ritter, den wehren wir mit der Musketierin ab. Unser Riese macht hier Schaden und der Bomber macht auch relativ viel Schaden, aber er wurde jetzt auch besiegt. Und 250, mal schauen, ob wir das mit einem Feuerball hinkriegen. Und. Oh nein. Nein, das war es nicht, aber ich glaube, unsere Musketierin sollte den Job erledigen. Wenn sie jetzt nicht besiegt wird. Ach, heieiei. Na gut, dann macht das eben unser Drachenbaby. Ein Schuss. Zweiter Schuss. Das war's. So, das Tutorial haben wir hinter uns. Wunderbar. Den Ausbilder Boris besiegt. Und wir haben eine Silbertruhe bekommen. Woo. Wunderbar. Sehr schön. Ja, das ist okay. Dankeschön. Wir haben jetzt das Koboldstadion freigeschalten. Das ist ab 0 Pokalen aufwärts. Ihr seht, hier haben wir bestimmte Karten, die man freischalten kann. Zum Beispiel den Speerkobold oder die normalen Kobolde. Eine Koboldhütte, die Walküre, einen Blitz oder das Koboldfass oder im Englischen auch Goblin Barrel. Eine sehr, sehr beliebte Karte. Und wir können natürlich auch noch alles freischalten mit den Truhen, was wir vorhin im Ausbildungslager freischalten haben können. Weiter geht es dann ab 400 Pokalen in die Knochengrube, ab 800 in Barbaren Oval ab 1100 auf Pekkas Spielplatz, da bin ich momentan mit meinem Großen, ab 1400 ins Zaubertal, 1700 in die Bauarbeiterwerkstatt, 2000 in die Königliche Arena und dann ist es ein langer, langer, langer Weg bis hoch in die legendäre Arena ab 3000 Pokale plus. Wunderbar, wir haben jetzt eine Gratistruhe links oben, die Gratistruhen gibt es immer alle 4 Stunden eine. Und ihr könnt maximal 2 behalten, heißt nach 8 Stunden könnt ihr praktisch 2 Gratistruhen öffnen. Sehr schön, wir haben Juwelen bekommen, die können wir später vielleicht auch mal einsetzen. Ritter, Kobolde und einen Mini-Packer, wow, freigeschaltet. Dann öffnen wir die Karte hier, die Truhe hier noch. Einen Bomber, wow, sehr gut, wir können den Riesen verbessern, das ist sehr, sehr super. Dann verbessern wir doch gleich mal die Riesen. Das kostet uns 50 Gold. Aber das ist es definitiv wert. 200 Lebenspunkte dazu bekommen. So, und jetzt überlegen wir uns. Wir haben hier unten... Oh. Oh, ich bin ein Level aufgestiegen. Level 2. Nur noch 3 Level, bis wir fertig sind. Nein, natürlich nicht. Das geht, glaube ich, bis Level 12 hoch. Aber ich habe mir gedacht, wir machen mal bis Level 5 hier so ungefähr. Der Königsturm hat 168 Lebenspunkte, Trefferpunkte dazu bekommen, 3 Schaden mehr. Und die Arenatürme, das sind die kleinen außen, haben 112 Trefferpunkte dazu bekommen und 4 Schaden mehr. So, wir haben hier jetzt einen Kobold freigeschalten und wir haben Mini-Packer freigeschalten. Jetzt überlege ich mir mal, was setzen wir ein? Ich würde gerne, ich bin nicht so ein großer Fan vom Ritter zum Beispiel. Dafür tausche ich jetzt einfach mal die Kobolde ein. Ja, sehr gut. Dann habt ihr gesehen, unsere Elixierkosten haben sich hier, glaube ich, haben sie sich runtergesetzt? Ja, sie haben sich um 0,1 haben sie sich reduziert. Und anstatt was? Ich
ersetze mal die Musketierin mit meinem Mini-Packer. Das ist dann bleibt ungefähr meine durchschnittliche Elixierkosten und den Bomber können wir auch noch verbessern. Er kriegt 15 Trefferpunkte mehr, 10 Flächenschaden und 5 Schaden pro Sekunde. Level 2. Ihr seht, hier haben wir Erfahrungspunkte bekommen dafür, dass wir unsere Truppen verbessert haben. Und jetzt schauen wir uns einfach mal hier das Menü an. Hier rechts oben haben wir eine Kronentruhe. Die Kronentruhe können wir öffnen, wenn wir 10 Kronen gewonnen haben. Die Gratistruhe seht ihr 3 Stunden 57 Minuten noch. Einmal in 4 Stunden gesammelt werden. Hier drauf haben wir einen Posteingang. Weltweite Veröffentlichung. Ja, genau das war genau heute. Und Kämpfe und hier noch ein paar Update-Infos. Links auf diesem Pokal drauf seht ihr die allerbesten momentan hier weltweit. Top 3 der vorherigen Saison. Es ist eigentlich sehr, sehr identisch zu Clash of Clans von den einzelnen Menüpunkten, die ihr hier praktisch anwählen könnt. Chief Pat ist momentan auf Nummer 1. Er ist Level 11 und Level 12 ist dann die Nummer 2 und so weiter und so fort. Lokal, also bei mir in Deutschland, seht ihr auch zum Beispiel hier Son Goku von Gnadenlos, auch ein sehr, sehr bekannter ein sehr, sehr bekannter Clash of Clans Clan. Clans gibt's und Freunde gibt's auch, da ich aber momentan keine Freunde habe. Ja. Wird da niemand angezeigt. Wir starten gleich mal die Silbertruhe und hier rechts. Nein, ich möchte keinen Trainingskampf machen. Bitte nicht. Errungenschaften wie in Clash of Clans. Ich kann auch hier Errungenschaften bekommen. Tritt einem Clan bei. Das können wir dann, glaube ich, ab Level 3 machen. Spende oder beziehungsweise das können wir, glaube ich, schon vorher machen. Ja, das schauen wir mal. Machen wir vielleicht in der nächsten Episode dann. Spende 25 Karten. Das werdet ihr dann auch noch sehen. Das ist dann, ja genau, ab Level 3. Das machen wir dann, wenn wir Level 3 sind. Und hier ganz rechts gibt es noch TV Royale. Da können wir uns sehr, sehr beliebte Angriffe von den besten Leuten. Hier sehen wir Mo Fish von H2O auf Rang 35 gegen King von In The Light, der auf Rang 60 ist. Also relativ gute Kämpfer werden hier praktisch immer angezeigt, die relativ tolle Kämpfe hatten. Und wir wagen uns jetzt gleich mal hier ran und probieren mal die Kronentruhe zu holen. Heißt, wir brauchen hier erstmal 10 Kronen. Mal schauen, wie viele Kämpfe wir dafür brauchen. Gegen Michael gleich mal. Masse gegen Michael. Okay. Wir warten jetzt erstmal, bis wir volle Elixier haben. Okay, Kobolde links. Und einen Packer hinterher. Der Packer soll hier relativ viel Schaden machen. Ja, das dürfte klappen. Wir setzen noch einen Bomber hinterher. Und dann unsere Bogenschützen. Oh je. Nicht so gut. Ja, dann setzen wir einen Drachenbaby. Der ist gut. Der macht hier ein bisschen Schaden, da er eine Lufttruppe ist. Und der Gegner da wenig dagegen machen kann. So, jetzt müssen wir uns erstmal wieder aufbauen. Es ist immer so, man muss langsam an die Sache rangehen. Jetzt muss ich mir was überlegen. Ich glaube, ich setze meinen Riesen zur Verteidigung, also zum Ablenken. Und meine Kobolde hinterher, die hier die Hexe wunderbar besiegen. Und dann noch einen Bomber hinterher, denn der ist dann wieder für den Schaden zuständig. Weil unser Riese... Komm schon, Riese, schaffe es bis zum gegnerischen Turm. Ja, weil unser Riese hier greift nur die gegnerischen Türme an. Sehr gut, wir haben 1300 noch an Lebenspunkten von unseren äußeren Türmen und der Gegner hat nur noch 912 und 896. Das ist ganz gut gelaufen. Dann starten wir hier mit unserem Mini-Pack auf der linken Seite, setzen ein paar Bogenschützen hinterher und dann unseren Riesen vorne weg. Ich habe jetzt praktisch schon so ein bisschen immer mitgeplant, wie das dann so läuft. Ihr seht immer die nächste Truppe und da habe ich ein bisschen praktisch schon vorweg gesehen und die Truppen hinten hingesetzt, die praktisch meinen Schaden machen und dann auf meinen Riesen hier gewartet. Und ich glaube, es ist etwas laut. So, ich hoffe, es ist etwas besser. Ich hoffe es mal. Ja, unser Drachenbaby hat hier richtig viel Schaden gemacht. Jetzt überlege ich mir, jetzt push ich hier, beziehungsweise ich setze meine Kobolde wieder hinten hin. Meinen Mini-Packer hinten hin. Na super, jetzt habe ich gerade meinen Riesen nicht. Komm schon. Und der Riese vorne hin. Ja, er hat es geschafft. Gerade so noch.
Nein, er hat es nicht geschafft. So ein Mist. Mini-Packer auf den gegnerischen Turm macht wahnsinnig viel Schaden. Ah, ich bin schon wieder voll mit Elixier und verbrauche hier kein Elixier. Das ist schlecht, weil dann bekomme ich nämlich kein neues Elixier. Also es ist am Anfang immer ein bisschen hektisch. Wir schauen hier, ob wir auf 3 Kronen gehen können. Das wäre natürlich super. Wir haben hier auch immer Emojis. Ja, das sieht sehr gut aus. Wunderbar. Gleich im ersten 3 Sterne Kronen geholt. Ihr seht, ich bin noch etwas von Clash of Clans beeinflusst. Hier gibt's Emojis. Nicht schlecht, sagen wir dem Gegner. Auch wenn es jetzt nicht allzu super war. Ah, hier gibt's ein neues von Zed gegen Bruce. Seven Fung. Ja. Schauen wir uns vielleicht ein andermal an, die Sachen. Weiter geht's. Gegner suchen. Wir kämpfen jetzt so lange, bis wir unsere Kronenkiste hier haben. Oh, das ist mal eine schöne Starthand. Wir haben einen Riesen. Und wir spielen wieder gegen einen Level 2er, gegen Reo. Wir übernehmen jetzt hier mal die Initiative mit einem Riesen und einem Drachenbaby hinterher. Auf der linken Seite kümmern wir uns... Oh, ganz schlecht, ganz schlecht, ganz schlecht, ganz schlecht. Der Gegner hat einen Prinz. Nein, das ist schlecht. Ganz schlecht. Nein. Oh Gott, ich sag euch, Prinzen sind so dermaßen stark. Wahnsinn, das gibt's ja gar nicht. Gibt's ja gar nicht. Der Prinz macht wahnsinnig viel Schaden. Der lädt seinen Angriff auf und sprintet dann auf den Gegner zu. Ja, genau wie ihr es jetzt hier gerade am Ende noch gesehen habt. Und er macht wirklich, wirklich, wirklich viel Schaden, wenn ihr den nicht ablenkt. Aber dafür haben wir hier auf der rechten Seite relativ gut auch einen Turm geholt. Den lasse ich jetzt einfach mal hier durchlaufen. So, den Drachenbaby hier zum Verteidigung. Das Drachenbaby fliegt jetzt rechts lang, das ist nicht so super. Wir brauchen links unbedingt noch was, um den Riesen zu unterstützen. Der Bomber ist da meistens eine gute Sache. Ja, super. Weil der Bomber da natürlich auch auf mehrere Truppen geht, wenn man praktisch den Riesen versucht zu verteidigen mit Kobolden oder so, dann macht der Bomber das den Kobolden schwer. Oh je, oh je, oh je, es sieht nicht gut aus. Ja, wobei... Wobei, wir gehen jetzt einfach voll drauf. Wir gehen voll drauf. Wir gehen hier auf 3 Kronen. Der Gegner könnte jetzt zwar auch, aber unser Packer macht die Sache. Unser Packer macht die Sache. Nein. Komm schon, Packer. Mini-Packer. Das war's für ihn. Aber unser Drache regelt das. Unser Drache regelt das. Er regelt das. Komm schon, 67. Yes. Yes. Manchmal muss man einfach... nicht schlecht, sagt er. Danke. Gutes Spiel. Ups, gutes Spiel. So. Manchmal muss man einfach selber auch so ein paar Verluste hinnehmen, damit man den Gegner vielleicht auch in Sicherheit wahrt und dann einen Konter hinten reinschieben, um den Gegner zu besiegen.